Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von... Den Namen habe ich vergessen. Hier steht er auch nicht. Medieval Village. New Home Medieval Village oder so ähnlich. Entschuldigung, guckt auf den Titel, da steht es. Ich habe es echt vergessen. So, mindestens 3 Gewerbegebäude. Ach, Gebäude müssen wir bauen lassen. Dann brauchen wir ja noch. Brauchen wir noch Geschäfte. So. 30 Dorfbewohner haben wir erreicht. Das geht mir zu sch... Warum will der das immer da drauf? So, ein Geschäft fehlt noch. Da kommt noch mal wieder ein Schiff. So, kaufen wir alle Waren. Kriegen noch mal Bewohner dazu. Und dann bauen sie auch die Geschäftsgebäude weiter. Sehr gut. So, haben wir auch erreicht. Baue ein beliebiges Versorgungsgebäude. Halleluja, ich kann wieder auf normale Geschwindigkeit gehen. Versorgungsgebäude, hier. Eine Taverne, sehr gut. Taverne ist wichtig. Absolut wichtig. Gucken, wo wir die hier hin platzieren können. Achso, Gebäude drehen. Shift und R. Vielleicht können wir das ja hier hin machen. Ha! Sehr gut. So, Steuern für arme Dorfbewohner erhöhen. Okay. Steuern für Arme. Machen wir mal auf 3,11. Erreiche einen Gewinn von 50 pro Tag. Da müssen wir aber deutlich hochgehen mit den Steuern. So. Steuern für Landwirtschaft, das heißt, da kriegen wir also Geld für. Da müssen wir vielleicht nochmal ein Feld bauen. Dann machen wir hier nochmal eins hin. So. Steuern für Arme, Steuern für einfache Geschäfte, Steuern für Landwirtschaft. Okay. Aber wir haben immer noch deutlich höhere Ausgaben. Dann machen wir vielleicht, kann ich die Steuern für einfache Geschäfte erhöhen? Für einfache Geschäfte können wir auch erhöhen. Sehr gut. Und Steuern für Landwirtschaft können wir auch mal erhöhen. So. Dann machen wir den Rest vielleicht über die Menge, ne? Dann bauen wir noch ein paar Häuser. Moment, kosten Häuser Geld? Herbergenunterhalt, Dockwartung. Ne, also Wohnhäuser kosten kein Geld. Dann bauen wir da nämlich noch welche. Können wir hier auch noch. Weil dann kriegen wir vielleicht noch neue Bewohner. Waren kaufen. Brauchen wir.
Und dann machen wir noch ein Feld dahin. Müssen wir aber die Straße hier noch verlängern. So, und dann können wir da noch ein Feld bauen. Okay, das ist also die Maximalgröße. Ah ne, da ist der Garten ist ja da. Stimmt ja. So, dann können wir da vielleicht auch noch ein Wohnhaus hinzimmern, ne? Fällt mir gerade so auf. Passt da noch eines hin? Nein. Tut es nicht. Aber hier vorne könnte man noch eines hinmachen. Sobald hier ein Schiff kommt, gehen wir mal auf zweifache Geschwindigkeit. Und dann kriegen wir nämlich, erreiche 70 Dorfbewohner, mindestens 18 Häuser bauen lassen. Oh, okay, da müssen wir also eh noch. Ordentlich, wir haben nur noch minus 8, sehr gut. Das heißt, wir brauchen noch deutlich mehr Gebäude. 7 muss ich noch bauen. Haben wir da schon? Waren kaufen. Sehr gut. Wir brauchen immer freie Herbergen. 42 Dorfbewohner, sehr schön. Also es ist wirklich sehr an eher Richtung Anno angelehnt. Im Gegensatz, also nicht so wie Medieval Dynasty, auch wenn es New World Medieval Home heißt, glaube ich. 42 Dorfbewohner haben wir. Die Attraktivität vom Dorf steigt. Das ist gut. Wir kümmern uns jetzt halt hauptsächlich mal ums Tutorial. Könnten wir da auch noch Häuser? Ups. Können wir auch noch Häuser hinmachen, ne? Müssten wir da vielleicht noch einen Weg bauen? Kann ich aber nicht. Aber hier könnte ich noch einen bauen. Da dann im Prinzip so geht. Und dann, achso, wir können wieder Waren kaufen. Machen wir. Könnten wir da eins dran und da eins dran. Sehr gut. Jawohl, die haben wir auch geschafft. Täglichen Gewinn von 50. Erreiche 70 Dorfbewohner. 50 Hammer. Sehr gut. Das heißt, wir verdienen jetzt wieder Geld. Ach, hier oben sehen wir es ja auch. Wir haben Brennholz. Kleidung, Gewürze, Getränke, Fleisch, Getreide und Früchte. Könnten nochmal ein Feld machen, ne? Dass die hier nochmal. Oder nochmal. Ackerfläche. So. Ich wollte doch ein. Das wollte ich eigentlich. Naja, egal. Ist es halt wieder Ackerfläche. Mindestens 18 Häuser bauen. Ach, wir brauchen immer noch mehr, ne? Wir brauchen noch Häuser. Zwei. So, ob das reicht? Ich glaube, jetzt haben wir das Schiff verpasst, ne? Mist. Schiff verpasst.
58 Einwohner haben wir. Da kommt schon das nächste. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob die immer so oft kommen oder ob es jetzt halt im Tutorial einfach der Fall ist. Weil das spielen wir ja gerade. Das Spiel selber ist ja auch noch Early Access. Mindestens 6 Gewerbegebäude brauchen wir auch noch, okay. Alles kaufen. Das heißt, ich brauche noch mehr Gewerbegebäude. Kriegen wir da noch was dahinter? Einfaches Geschäft. Nee. Oh, hier oben brauchen wir, glaube ich, auch Wasser, ne? Fällt mir da gerade so ein. Hier könnten wir nochmal ein Geschäft platzieren. Was haben wir denn noch? Obstgarten. Achso, eine Taverne könnte ich noch eine hinmachen, ne? Das geht hier. Brunnen. Ja, brauchen wir auch. So. Oh, eine Bücherei. Und eine Klinik. Bauen wir noch eine Taverne? Bauen wir noch eine Bücherei, ne? Den Bereich deckt die ab. Kann ich auch, glaube ich, noch gar nicht bauen. Gucken wir gleich mal. Kann ich die schon bauen? Könnte ich. So. 1, 2, 3, 4 haben wir. Ich brauche noch Taverne zum Beispiel. Können wir hier nochmal eine hinmachen? Zählt das nicht als Gewerbegebäude? Offenbar nicht. Okay, also wir brauchen mehr Geschäfte einfach. Die müssen sie also bauen. Aber wir haben die 70 Dorfbewohner erreicht. Sehr gut. Dann haben wir hier auch gleich die 2 Gewerbegebäude noch. Sobald die fertig gebaut sind, haben wir das Tutorial dann abgeschlossen. Ne, also den Teil zumindest. So, Attraktivitätsmenü öffnen. Wo ist denn das? Da. Ah. Das Dorf ist überfüllt. -3 Zufriedenheit der Einwohner. Das Dorf hat Beschäftigungsmöglichkeiten. Versorgungsreichweite des Bildungsgebäudes. Es gibt Vergnügungsgebäude im Dorf. Das Dorf hat Zugang zum Meer. Okay. Versorgungsansicht verwenden. Das ist die hier. Wasser. Okay, da sehen wir, ob alle Wasser haben. Sieht aber gut aus. Bildung ist halt dort. Die müssten wir hier auch nochmal irgendwo hinbringen. Könnten wir vielleicht... Kann ich da eine Straße dazwischen bauen? Was haben wir da? Gesundheit haben wir noch nirgends. Sicherheit haben wir auch nirgends. Brandschutz haben wir auch nirgends. So, gekauft haben wir alles. Ein Dorfbewohnerprofil öffnen. Wo ist denn einer? Da. So, das hatten wir letztes Mal schon mal. Die Steuern sind denen zu hoch, ne? Einbruch in Nachbargebäude.
Okay, also wir brauchen ein Hausprofil öffnen. Ah, das ist ein Arbeitsplatz. Das war das Geschäftsprofil. So, Hausprofil haben wir auch. Ist ein Gebäude eingezogen, Gebäudezugang zu Wasser und ein Ackerprofil öffnen. So, du bist bereit loszulegen. Du hast die Einführung abgeschlossen und hast nun die notwendigen Basisinformationen zum Spiel. Das ist doch gut. Jetzt kannst du das normale Spiel starten. Details erkunden und die Einführung, die in dieser Einführung nicht enthalten sind, und große Dörfer bauen. Viel Glück. Sie können dieses Spiel nicht speichern und später fortsetzen. Es wird empfohlen, ein neues Spiel zu starten. Zurück zum Hauptmenü. Ja, und dann würde ich sagen, beenden wir das auch an dieser Stelle. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid dann auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Ja, zeigt es mir gerne durch, indem ihr einen Daumen hoch da lasst. Weil dann weiß ich auch, es kommt wirklich gut an, das Spiel. Und wir können das Ganze, oder wir sollten das Ganze weitermachen. Ja, wir starten in der nächsten Folge dann mit einem neuen Spiel. Die Einführung kann man jetzt hinter uns. Gebäudeeditor. Können wir vielleicht auch nochmal bei Gelegenheit reingucken. Das machen wir jetzt aber nicht. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Zeigt es mir gerne durch einen Daumen nach oben und seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.